Herr Herrmann, er ist schon am Pult. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucher auf der Tribüne und im Stream. Das Kommunalwahlrecht in NRW wurde in den letzten Jahren immer wieder Reformen unterzogen. Wie wir heute schon mehrfach gehört haben, verabschiedete die damalige schwarz-gelbe Koalition 2007 das Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung, das Gemeindeordnungsreformgesetz. Teile dieser Reform wurden bereits wieder zurückgenommen, die Abschaffung der Stichwahl bei den Bürgermeisterwahlen zum Beispiel, was wir im Übrigen nicht begrüßt haben. Heute wird ein rot-grüner Gesetzentwurf beraten, der ein Kernelement der schwarz-gelben Reform von 2007 zurücknimmt, die Entkopplung der Bürgermeister- und Landratswahlen von den Wahlen der kommunalen Vertretung. Die grundlegenden Argumente sind ausgetauscht und die gemeinsame Wahl ist sicher zu bevorzugen. Denn eins kann man doch festhalten: Die Behauptung, dass durch die Entkopplung die demokratische Beteiligungsmöglichkeit der Bürger ausgebaut würde, ist falsch. Das zeigen doch die Erfahrungen in den anderen Bundesländern klar. Die Wahlbeteiligung durch entkoppelte Wahltermine sinkt. Vor diesem Hintergrund der Stärkung der kommunalen Demokratie muss ich mein Unverständnis zum Ausdruck bringen über den Vorschlag der CDU. Denn eine 3%ige Hürde, 3%-Hürde in der Kommunalwahl in Eddelstroth, möchten Sie dem Wähler mitteilen, dass nur große Parteien gewählt werden dürfen? Dem werden wir sicherlich nicht zustimmen. Für eine echte Stärkung der kommunalen Demokratie sehen wir noch ganz andere Themen, die im vorliegenden Gesetz leider nicht berücksichtigt sind. Da wären die Wahlverfahren und die Schaffung von weiteren Möglichkeiten für die Bürger, sich zu beteiligen. Ich weiß, Sie haben in der letzten Wahlperiode schon über das Wahlverfahren Panaschieren und Kumulieren geredet. Obwohl sich dieses System in nahezu allen Bundesländern bewährt hat, haben Sie vor einem Jahr gegen den Vorschlag der FDP gestimmt, dieses Wahlverfahren einzuführen. Aber jetzt sind wir mit frischen Argumenten da. Wir hoffen, dass wir gemeinsam mit Ihnen ein Wahlrecht in NRW schaffen, das die Menschen mitnimmt und beteiligt. Das Panaschieren und auch das Kumulieren der Wählerstimmen kann dazu einen guten und wichtigen Beitrag leisten. Uns fällt es auch schwer nachzuvollziehen, weshalb seit Jahrzehnten in NRW lebende Bürger kommunal nicht mitwählen dürfen. Wieso sollten Menschen nicht dort wählen dürfen, wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben? Als EU-Bürger darf man kommunal wählen. Warum ermöglicht man das zum Beispiel Menschen mit türkischem Migrationshintergrund nicht? Wir möchten, dass sich NRW im Bundesrat um eine entsprechende Änderung im Grundgesetz bemüht. Und schon Anfang nächsten Jahres bekommen Sie, meine Damen und Herren, direkt eine weitere Gelegenheit, einen eklatanten Fehler im Kommunalwahlrecht zu beheben. Wir fordern mit unserem Gesetzentwurf Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlrechts, dass das aktive Wahlrecht dem passiven gleichgestellt wird. Warum sollte das Wählerverzeichnis im Falle einer Wiederholungswahl aktualisiert werden, das Angebot an zur Wahl stehenden Personen jedoch nicht? Dafür gibt es keinen Grund. Also, wir empfehlen weniger klein-klein, packen wir das Wahlrecht richtig an, schaffen wir eins, das nachhaltig und beständig ist und den Anforderungen an moderne Demokratie gerecht wird. Wir freuen uns auf die Beratung im Ausschuss. Dankeschön. Dankeschön, Herr